Willkommen zurück bei Front of Stage with Cameron Crooked. Darf ich so sagen? Wir haben heute schon ein paar Sprachfehler gehabt bei unseren Socials, habe ich gehört. Ja, von uns aus heißt es Cameron Crooked, ja. Aber jeder darf machen, wie er will. Cheers, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Danke, dass wie wir da sind. Wie geht's euch heute? Uns geht's ausgezeichnet. Wir sind vielleicht noch ein bisschen gezeichnet von der Vorwoche. Warum? Ich will alles wissen. Nein, wir haben drei Festivals gespielt. Wir waren am Boomtown Festival in UK, dann am nächsten Tag in Teneriffa und am Sonntag die Krönung am Seagate Festival in Budapest. Und dann sind wir nur den extra Tag geblieben, weil wir haben nicht genug Festivals gesehen diesen Sommer und haben uns Fred Again und Skrillex angeschaut. Geil. Wie hat es euch taugt? Super. Also wirklich, wirklich fett. Und muss man gesehen haben, Fred Again, absolut irre. Ich habe gehört, das war legendär. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man die Chance bekommt, unbedingt auschecken. Und auch Skrillex hat es gesmashed. Hat sich extrem weiterentwickelt, habe ich gehört. Ja, hat aber viele alte Tracks gespielt. Also schon ein Nostalgie-Trip. Ja. Sehr schön. Aber ja, wir sind so halbwegs regeneriert. Gestern Gott sei Dank keine Show, also vollste Konzentration fürs Frequency Festival. Und sind gut vorbereitet. Ist jetzt Headliner, wie fühlt ihr euch? Headliner ist natürlich eine relative Geschichte. Ich würde sagen, wir spielen ein Closing-Set, schauen, dass wirklich am Schluss wirklich keiner mehr da ist, damit man nachher wieder zusammenpacken kann. Also am besten dazwischen abbauen kann. Abbrechen, Strom aus, genau, USB-Stick raus, fertig ist die Sache. Genau. Also. Nein, aber es ist eine super Geschichte, muss ich sagen. Also es ist irgendwie auch ein starkes Zeichen für Drum & Bass und auch für die österreichische Musikkultur, dass wir halt da abreißen dürfen. Ich hoffe, dass es gut funktioniert, weil es ist halt so, weißt du, normalerweise spielen wir so eben viele Drum-Bass-Stages oder elektronische Festivals. Ja. Und so ist natürlich, das Frequency ist sehr bunt aufgestellt von den Acts, wenn man jetzt darüber schaut auf das Line-Up, Ed Sheeran, Raf Camora und ja, Peter Fox und dann halt Cameron Crooked. Und das ist halt irgendwie doch was anderes, es sind viele Live-Bands etc. Und wir kommen halt schon daher und machen einen ordentlichen Abriss ins Gesicht. Mhm. Und ich finde das genau das Richtige und ich hoffe, die Leute sind bereit dafür. Ich bin mir fast sicher, dass sie bereit dafür sind, aber wie bereitet ihr euch vor auf so einen Auftritt? Ich meine, ist ja schon, du hast gesagt, ganz viele Artists, ganz unterschiedliche Artists, ist dann doch schwierig, auch immer die Menge abzuholen. Ist was anderes, als wenn man auf ein Drum & Bass Festival geht oder auf ein, wo ihr halt auflegt, wo die Leute wissen, das bekommen sie. Wie macht ihr das? Wie kriegt ihr die Leute dazu zu bleiben und vielleicht erst recht zu kommen? Also es ist natürlich um einiges schwieriger, auf einer Bühne zu spielen, die sagen wir, sehr divers ist von der Musik, weil natürlich, wenn man Drum & Bass Stage bespielt, dann weiß man, da ist eine dedicated Drum & Bass Crowd und die kennen fast alle Drum & Bass Tunes. Ihr seid auch legendär, darf man ja mal so sagen. Naja, passt schon, genau. Aber also wir sind sowieso dafür bekannt, dass wir Mashups machen mit unseren Tunes und teils eben aus Tracks, die vielleicht auch über den Drum & Bass Tellerrand bekannt sind. Ja. Und da haben wir uns diesmal ein bisschen mehr Mühe noch gegeben, in diese Richtung mehr zu machen. Und haben halt Spezialversionen sogar noch produziert die Woche, geschaut, dass wir halt ein paar Goodies reinbringen ins Set, unerwartete, die vielleicht auch den Nicht-Drum-and-Bass-Konnoisseur abholen. Oh, darf man verraten? Ich meine, der Podcast kommt ja erst nach dem Frequency raus. Könnt ihr vielleicht einen Track verraten, wo ihr sagt, auf den freut ihr euch ganz besonders, den ihr heute spielen dürft? Also wir haben quasi eine Version gemacht, die irgendwie Loving You is Easy und Four to the Floor und Materia Kids verheiratet. Mhm. Und auf das freue ich mich fast am meisten. Ah. Und es ist eben total schwer, weil auch wie cheesy gehst du? Wenn man jetzt sagt, spürst du ein guter Bootleg, was halt nachher in Drum & Bass droppt, aber irgendwie fühlt man sich auch ein bisschen verkauft, weil das ist nicht das, für was wir stehen. Wir wollen halt unseren Stil präsentieren, unsere Musik so auch so bekömmlich wie möglich, mit so viel Energie wie möglich präsentieren und nicht die Stadl-DJs sein. Es ist schon, also eben, und da in der Mitte den Weg zu finden, war nicht ganz einfach, aber ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, sodass man quasi den Drum Bass hat, der sich auf Cameron Crooked freut, nicht irgendwie vor den Kopf stößt, aber doch noch alle irgendwie mit ins Boot nimmt. Sehr, sehr schön. Man kann sich nur freuen. Wer es dem Podcast im Nachhinein hört, weiß es ja, dass es wahrscheinlich legendär und toll war. Gibt es etwas, was ihr sagt, okay, das ist euer, das macht ihr immer vor einer Show oder nach einer Show gemeinsam, so wie ihr euch eintunt auf ein Act? Also wir sind eigentlich
relativ fad, was das angeht. Wir trinken natürlich unser Bierchen. Ich weiß, ist voll fad. Wir sind sogar solche Streber, dass wir nochmal durchgehen, was wir spülen, was wir nicht spülen, schauen, ob eh alles richtig ist. Mhm. Und ja, und so steppen wir halt dann auf die Bühne. Im Endeffekt, was das ist mittlerweile Routine und man hat halt einfach diesen Ablauf. Man kommt hin, meistens relativ spät. Ja, sogar. Wir haben ja diesmal unendlich viel Zeit vor der Show, was ja schön ist. Für mich nämlich, absolut. Sonst könnte ich diesen Podcast heute nicht mit euch machen. Genau, sonst könnten wir hier nicht sitzen heute. Aber ansonsten, wir schauen halt, dass wir, sagen wir mal, nicht so viel trinken natürlich, aber uns das Lampenfieber wegtrinken. Ja, ich verstehe. Heute nicht, weil ich bin Autofahrer. Das heißt, das Lampenfieber wird mit mir sein. Okay. Magst du noch kurz was dazu sagen, oder? Ja, also ich muss sagen, der Gig ist eigentlich der erste, wo ich so gestern ein bisschen nervös eingeschlafen bin. Wirklich? Seit Ewigkeiten, kann mich nicht daran erinnern. Einfach, weil es halt so ein diverses Publikum ist und wir echt viel Arbeit reingesteckt haben in die Vorbereitung. Hm. Und man denkt sich halt selber, sollte man nicht vielleicht einfach eben, wie gesagt, den Stadl-DJ-Weg ein bisschen mehr gehen und alle mitnehmen oder halt einfach wirklich sein Ding durchziehen. Und das haben wir dann auch gemacht. Aber egal, wie man es macht, die Zweifel hängen eh bei jedem Artist im Hinterkopf. Ja. Für die Leute, die den Podcast vielleicht gerade hören, euch noch nicht kennen. Die sollten jetzt ausschalten. Nein, sollten nicht ausschalten, die sollten dranbleiben. Und ihr verratet mir, wie ihr zusammengekommen seid, was waren eure Starts, weil ich meine, jetzt seid ihr hier, das wissen wir, aber wie war der Beginn, wie seid ihr zusammengefunden und wo sagt ihr, waren eure Holpersteine? Nämlich, es ist ja auch immer als Duo, wir kommen auf die nächste Frage dann auch nochmal draus zurück, als Duo ist es manchmal einfacher, aber auch schwieriger. Also, der Beginn war vor mittlerweile 17 Jahren und zwar genau hier. Wirklich? Ja, im Pfad St. Pölten und es war eigentlich eher ein Zufall. Wir hätten an diesem Abend eigentlich beide woanders sein sollen, ja, aber wie es der Zufall so wollte, der Reini wurde als Last-Minute-Artist gebucht, weil ein Künstler aus England ausgefallen ist. Ja. Und mein Kollege, mit dem wäre ich eigentlich, das war zu Neujahr 2006 auf 2007, in die Arena nach Wien gefahren, der hat sich dann aber dazu entschlossen, zwei Bierchen zu trinken oder mehr und dann sind wir halt nirgends wo mehr hinkommen und so sind wir halt dann in St. Pölten picken blieben, wie man so schön sagt. Und so wie es der Zufall eben wollte, habe ich mir in Reini sein Set angeschaut, vorher noch nie wirklich was von ihm gehört gehabt, den Namen schon gelesen, weil die Drum-and-Bass-Szenerie vor allem damals war jetzt da nicht sonderlich groß. Und der Reini hat damals nur eigene Produktionen gespielt, der Camo. Und ich bin dann hinten im Backstage zu ihm gegangen und habe ihn gefragt, ja, was das alles war. Und er sagt, nein, das waren lauter eigene Tracks. Und ich so, wow, okay, vielleicht sollten wir Kontakte austauschen. Ich mache auch Musik, eben damals auch schon als Crooked, er als Camo. Und siehe da, drei Wochen drauf haben wir die erste Nummer produziert, ist auch auf Radio One gelaufen, ein paar Wochen später. Und von da an war es eigentlich eine dicke Freundschaft und so auch durch dick und dünn gegangen. Und es gibt natürlich Holpersteine, aber über die schaut man gern hinweg. Und wenn man sieht, zum Beispiel, ich war jetzt da in den letzten Wochen ein paar Mal alleine unterwegs, einmal krankheitsbedingt wegen dem Reini und einmal, weil unser Travel unterschiedlich war. Ich würde das nicht allein machen wollen, ganz ehrlich. Also geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist die doppelte Freude, wie man so schön sagt. Und das kann einfach keiner nehmen. Und da kann man natürlich da so ein bisschen sich gegenseitig auf die Palme bringen. Das gehört dazu. Ja. Und vor allem im Studio ist es die Quality Control, ja. Ja. Man muss offen und ehrlich miteinander umgehen können und man muss auch dieses Feedback annehmen können. Und natürlich, wir kennen uns jetzt schon so lang, natürlich gibt es Reibereien, aber das ist alles halb so wild, würde ich sagen. Also komplett entspannt alles. Also wir wissen, was wir aneinander haben. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Wir haben eine Gaudi, es ist ein Vibe. Also Family halt. Also ich meine, ja, so sagt, lang, wir sind schon so Jahre lang irgendwie Fühl dich geküsst rein. Ja, fühl dich geküsst, hey. Nein, aber das passt einfach. Es ist gemütlich, weißt du, man kennt sich schon extrem gut. Und wenn es mal ist, dann geht man sich halt ein bisschen aus dem Weg, was eigentlich eh nie ist. Dadurch, dass man eh getrennte Studios hat und Musik nur irgendwie online macht, hat jeder irgendwie auch seinen Freiraum und der wird auch respektiert. Und wir sind auch schon so lange dabei, dass wir irgendwie einfach entspannt sind. Ich durfte ja heute schon einige, oder auch das ganze Wochenende, einige Artists interviewen und viele haben gesagt, sie finden es so schade, dass sie alleine nämlich unterwegs sind, weil vor allem, wenn man mal im Flieger sitzt und eine Flugverspätung hat oder wenn irgendwas nicht klappt, es ist einfach schön mit jemandem. Gab es eine Zeit in eurer Karriere, wo ihr gesagt habt, da war ich einfach wirklich dankbar, dass der jeweils andere da war,
Weil also für mich das war nochmal härter. Jeder hat persönliche Struggles immer. Und ich glaube, manchmal den Job eben so öffentlich auch durchzustehen, auf der Bühne zu stehen, ist nochmal was anderes, als wenn man, sagen wir mal, nur Mails abtippt. Na, also wir sagen jedes zweite Wochenende, stell dir vor, du bist jetzt gerade allein, bist deppert, weißt du, der Flug ist verspätet, Man weiß nicht, geht er überhaupt noch, man sieht schon die Schlange beim Ticketcounter, Wo die Leute irgendwie, keine Ahnung, einen Taxigutschein kriegen und einen Gutschein für einen Kaffee und nachher zu irgendwelche Hotels bei Stansted abgefertigt werden und du sitzt da, wartest selber schon 3 Stunden auf dem Flug, es heißt irgendwie, ja, irgendein System Error und echt eine kleine Träne einfach, weil du halt schon nur mehr haben wirst nach 3 Tagen Festival oder so, Also und dann flüsterst du nur gegenseitig ins Ohr, stör davor, ist jetzt nur la. Ja, das haben wir uns diesen Sommer relativ oft gesagt, weil natürlich, ja, ich meine, momentan ist halt Reisen echt mühsam. Weißt du, wir sitzen oft stundenlang am Flughäfen fest, müssen dann neue Flüge buchen, last minute und, Reroutings und halt verpasste Anschlüsse. Und ganz ehrlich, alleine bin ich mir nicht sicher, ob ich das noch machen würde. Wirklich? Ja, also es geht halt echt so aufs Gemüt mit der Zeit alleine und deswegen war für uns damals die Entscheidung, wir sind jetzt 2011, bis auf Ausnahmen im Krankheitsfälle etc., jeder Gig wird zu zweit gespielt und wir sind eigentlich die einzigen im Drum & Bass, die das machen, weil du kannst Jazz in Status buchen für ein DJ-Set und da kommt entweder nur Jazz oder nur der Status oder Sigma und es kommt immer nur einer und dann denke ich mir, hey, das ist auch unterzwischen, eigentlich erwarten sie die Leute auch 2 Personen auf der Bühne und das ist ja so und wir glauben auch, dass das gemeinsame Auftreten viel mehr Energie bringt auf der Bühne natürlich, als wie wenn ein Hansel da oben steht und die ganze Zeit beschäftigt ist, einen Tune auf den anderen zu mixen, weil so hat der andere wenigstens noch ein bisschen Zeit, dass er mit der Crowd interagiert. Ich finde es so lustig, dass ihr sagt, man muss ja dazu sagen, ich bin ja offiziell eigentlich Podcasterin, ich bin bei Couchgeflüster. Ich war früher Influencerin oder bin es eigentlich immer noch und habe mir eben, weil das Alleinsein so scheiße war, salopp gesagt. Hast du ein Mikrofon gesucht? Nicht nur ein Mikrofon gesucht, sondern ich habe meine Partnerin gesucht. Ah ja, super, na, aber das ist auch genau so. Genau das ja, war absolut. Es war der Grund, weil ich mir gedacht habe, zu zweit ist man weniger allein. Und dass ihr das jetzt auch nochmal so sagt, zeigt doch eigentlich, dass ihr Menschen eigentlich dazu auch irgendwie oft ein bisschen das brauchen, auch gemeinsam was zu produzieren, was gemeinsam, egal was es ist, gemeinsame Projekte schöpfen. Was würdet ihr da sagen, so jungen Artists mitzugeben, die vielleicht ein bisschen noch die Ellbogentechnik vielleicht ausfahren? Was würdet ihr da mitgeben? Ich glaube, das Allerwichtigste, damit man nicht nur die Karriereleiter nach oben steigt, weil das passiert dann sowieso auf organischer Basis, häng mit den richtigen Leuten an, mit denen es gern abhängst und von denen du auch inspiriert wirst. Ja. Weil das ist ja das zwischen Reini und mir, wir inspirieren uns noch immer gegenseitig. Weißt, einer hat eine Idee im Studio und dann sagt der andere, ah cool, das hätte ich niemals gemacht. Oder wir sind auf derselben Ebene. Wenn man jemanden hat, mit dem man halt unterwegs ist, sich austauschen kann über so Sachen und wo man dann nach Hause kommt und das eigentlich als inspirierendes Wochenende gilt, das ist das Allerbeste, was es gibt. Also ich glaube, wichtig ist, dass man da nicht die Scheuklappen aufsetzt und halt einfach sagt, so, ich starte da jetzt rein, ja, auf 110%, sondern eher, ich gehe das an aus, ich mache das gern, ich mache das aus Gemütlichkeit, weil es mir taugt, aus Leidenschaft und dann der Rest ergibt sich dann oft von selbst. Ja. Und weil dann diese ganze Community, mit der man abhängt, einen gewissen Synergieeffekt hat. Ja, und da bounzt halt einfach Inspiration voneinander ab. Jetzt mal, weil ich gesagt habe, ihr habt getrennte Studios, habe ich das richtig verstanden? Ja. Wie macht ihr das, dass ihr zum Beispiel sagt, okay, jetzt da bin ich jetzt so weit, dass ich das rüberschicke? Oder wie ist euer Prozess dahinter? Ja, es ist eigentlich ganz verschieden. Also die meisten Tracks starten mal bei Markus, der tüftelt halt viel herum. Und wenn mal was dabei ist, wo ich sage, ups, da ist ja doch mal was dabei, sage ich, schicke mal um mir die Wurst. Dann wird das hochgeladen und ich knechte mich nachher auch nochmal rein und schaue halt, ob ich das irgendwie pushen kann, wieder zu einem Level, wo der Markus sagt, hey Alter, geil, schick zurück. Und so, es ist wie eine Leiter. Natürlich, es ist wie eine Leiter. Wenn er nicht mehr weiter weiß oder sagt, boah, ich habe jetzt genug gemacht und jeder hat seine Qualitäten im Studio, was er halt mehr irgendwie hat oder der Markus ist sehr detailverliebt und ich schaue halt eher irgendwie, Bigger Picture, Bigger Picture, Überblick,
vielleicht um die Energie mehr und somit wird keins von den beiden Sachen irgendwie ausgelassen. Und ja, und jeder gibt halt sein Bestes und wenn er gesagt hat, okay, das taugt mir, dann schickt das dem anderen und hofft halt, mei, ich hoffe, der kommt jetzt zurück. Alter, ja. Yes, sir! Möchtest du noch was anschließen? Ich möchte nicht unterbrechen, weil ich habe so viele Fragen an euch. Wir haben nicht so viel Zeit. I know, aber so spannend. Ich glaube, das ist nur ganz interessant für die Hörer. Viele fragen immer, warum wir nicht gemeinsam im Studio sitzen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Das wäre eine Frage gewesen. Und zwar, wenn du jemanden neben dir hast und du hast aber eine Vision, dann braucht diese Vision Zeit, bis sie, sagen wir mal, von Kopf auf Papier ist oder halt in diesem Falle im Sequence, im Musikprogramm. Und ein anderer, der neben dir sitzt, weiß ja nicht, wie deine Vision im Kopf klingt. Und der wird dir bei 70% abcutten und sagen, so passt, machen wir woanders weiter, das passt schon so, wie es ist. Eventuell wird es so passen, aber wir suchen ja alle nach Perfektion. Und für diese Perfektion brauchen wir unsere eigenen Studios, wo wir die Zeit haben, dass wir halt wirklich alles so feintunen, dass es dann so gut ist, dass man es wieder an die andere Hälfte schickt. Das hast du so schön gesagt. Ich finde, das kann man auf ganz viele Bereiche im Leben manchmal übertragen. Manchmal muss man auch gewisse Sachen für sich selber ausmachen, bevor man es dem Gegenüber sagt. Richtig. Kann man in vielen Sachen weitergeben. Wir kommen hier langsam zum Ende. Ich muss euch aber diese Frage stellen, weil ich denke mir, 17 Jahre Erfahrung in der Drum-and-Bass-Szene, da gibt es doch die ein oder andere Story, vor allem Backstage, die ihr uns flüstern könnt, die vielleicht noch nicht die Öffentlichkeit weiß, wie man auch erzählen darf. Unsere Karriere ist 17 Jahre blondes Haar. Gib einer Geschichte. Was uns für eine? Etwas Lustiges, etwas Arges, etwas, was, wo wir keine Menschen irgendwie schämen, aber halt, wo wir vielleicht etwas Lustiges erfahren. Kann ein Fan-Moment sein, kann ein Auftritt sein. Wir haben heute auch schon gehört von Stürzen auf der Bühne. Ah, das ist natürlich, Stürze auf der Bühne sind gang und gäbe, das passiert jedermann. Ich glaube, wenn man noch nicht gestürzt ist auf der Bühne, ist man kein Künstler, oder? Mal einfach neben die Bassfalle gestiegen, flupsch, ist man weg. Ja, ich habe schon so viele Stürze gesehen, also von vorne, deswegen ist es komplett normal. Aber gibt es irgendwas Backstage? Wir sind ja natürlich auf die I want the tea, you know? I want the gossip, I want the tea. Dieser Podcast soll spicy werden. Ihr helft mir jetzt. Fällt dir was ein, Reini? Ihr dürft euch zuhören. Andere Storys sind zu spicy wieder. Na, genau die wollen wir hören, außer sie schaden jemanden. Ja, es ist immer schwer, eine Geschichte irgendwie aus dem Stegreif zu holen. Denk an alle Geschichten, die du schon erzählt hast. Tausende. Muss es Backstage sein? Nein, es darf kann es auch also ein Tourerlebnis. Ja, einfach ein Tourerlebnis, wo ihr sagt, okay, das ist hängen geblieben. Du, ich habe alles Mögliche schon gehört. Ich habe gehört von einem Künstler, der mir erzählt hat, er und seine Band wurden gehäkelt. Das sind keine Häkelfiguren und es wurde ihm überreicht. Was sehr cute ist, auf der anderen Seite auch ein bisschen verrückt. Oh, ich habe eine Story für dich. Ja, siehst du? Da. Ich meine, sie ist jetzt nicht so lustig, aber sie ist, sage ich mal, krass. Ja? Ja? Also wir haben eine Show in Russland gespielt vor, keine Ahnung, 12 Jahren circa. Mhm. Und wir waren damals eigentlich, du bist damals nicht oft in Russland gewesen, sondern einmal, zweimal im Jahr maximal. Dafür waren die Shows riesig. Ja? Und diese Shows haben immer ein gewisses Thema, diese Drum and Bass Raves dort. Was so viel heißt, wie es wird aufgezogen wie eine Zirkusshow. Wortwörtlich, da gibt es Zirkusartists, die zwischen den einzelnen DJs 5 Minuten Auftritte haben. Ja? Also Trapezkünstler und, Jongleure. Vielleicht sollten wir es für Frequency 2025 auch machen. Naja, warte ab, dann überlegst du es vielleicht zweimal. Und bevor wir begonnen haben, wir sind schon auf der Bühne hinter der DJ-Booth gehockt, gell? Weil da wird halt dann was auf Russisch announced, dann so, please welcome, Camo Crooked. Und dann steigst du auf, magischerweise, und stehst da auf der DJ-Booth und spürst halt die erste Nummer. Gell? Aber davor eben noch diese Zirkusshow. Und wie schon vorhin gesagt, Trapezkünstlerinnen. Und die haben da getanzt, ungesichert, gell, auf der Bühne auf 5, 6, 7 Meter Höhe. Nein. Ja, nein. Sie ist runtergefallen. Nein. Sie ist runtergefallen. Und oh mein
Gott. Und es war halt alles so richtig, sorry to say, aber es war so richtig russisch. Dann sind halt die Securities auf die Bühne gelaufen, ohne sich wirklich darum zu kümmern, ob die vielleicht ein Problem im Rücken haben, ob die eine Rückenverletzung haben, haben die einfach geschultert, mehr oder minder, ja, und sind halt mit ihr rausgelaufen. Wir so, oh mein Gott, und wir müssen jetzt zum Spielen anfangen. Wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist. Ne? Und, unangenehm. Ja, es ist mega unangenehm. Und dann danach waren wir halt voll besorgt, gell, und es war im Backstage. Können wir ganz kurz auflösen, ist der Frau was passiert? Wir müssen das jetzt vorab... Das ist die Auflösung. Oh Gott. Ja. Und wir sind dann gleich nach der Show eben im Backstage zum Erste-Hilfe-Room gesprintet, um zu fragen, ob alles okay ist mit der Dame. Und da war ein Doktor hinten, der sie verarztet hat, und der hat nur gesagt, do not worry, she is alive. Alive ist ein großes Spektrum. Ja, ganz genau. Also das war dann die große Unbekannte. Oho. Ja, also... Wie geht's euch heute damit? Die Story kommt immer wieder aus dem Nichts in den Kopf, weil es halt einfach so absurd alles zusammen ist. Ne? Ja. Aber also, es gäbe viele Russland-Stories, das ist nur eine von vielen. Jetzt kommen sie alle wieder zurück. Bitte, ihr könnt euch das war Pandoras Büchse wurde geöffnet, aber das ein andermal. Ja, dann lade ich euch auf jeden Fall nochmal ein. Jetzt ganz kurz nochmal zum Abschluss. Auf was freut ihr euch für 2024, ganz persönlich oder vielleicht auch musikalisch? Auf was seht ihr sozusagen mit strahlenden Augen entgegen, wie ein Kind zu Weihnachten? Oder was wünscht ihr euch? Also für dieses Jahr wünsche ich mir einfach, dass es so weitergeht wie bisher. Es war echt ein super Sommer, voll erfolgreich. Es war zwar echt voll am Limit schon, aber irgendwie ist es auch einfach voll geil, weil wenn es nicht so wäre, dann würde man sich nichts mehr wünschen als das, wie es ist. Und wir haben ein großes Projekt schon für Österreich 2025. Darf man das schon verraten? Nein, das darf man nicht verraten. Also das heißt, stay tuned? Stay tuned, genau. Und... es gibt eine Karma und Crooked Österreich Tour. Im Herbst. Im Herbst, okay. Yes, die ist gerade schon announced worden. Also wird uns über unsere Kanäle noch announcen. Wieder eben mit fast allen Hauptstädten wie Graz, Linz, Arena Wien zweimal. Oh, das wird wahrscheinlich eins der Highlights mit Matthews, eine Label Night Modus. Ich weiß, den hatte ich gestern hier auf der Couch. Ah, ja, genau. Der hat schon mal was verraten, deswegen. Ja, also, ja, es wird wieder Österreich unsicher gemacht und das ist eigentlich eins der Highlights, was jetzt nach 2024 ansteht. Sehr, sehr schön. Magst du noch was hinzufügen? Vielleicht dein persönliches Ziel? Persönliches Ziel, ich glaube, einfach gesund bleiben. Es ist natürlich nicht so einfach, wenn man sehr viele Shows spielt. Mhm. Auf der anderen Seite, man regt sich immer auf, so wenn man sagt, man sitzt am Flughafen und der Flug ist verspätet. Weißt du, was noch viel schlimmer wäre? Zu Hause sitzen, durch Instagram scrollen und sehen, wie jeder andere DJ jedes Festival bespielt und du denkst nur, jetzt habe ich schon wieder FOMO. Also ich glaube, das Ziel ist es, persönlich auch den Mittelweg zwischen Freizeit und Job zu finden, dass man die Waage hält. Sehr, sehr schön. Also die Leute, die heute jetzt auf Frequency gehen, euch sehen, ich kann mir vorstellen, ihr reißt die Show ab. Für alle, die den Podcast hören, das war Front of Stage with Carmen Cooker. Das hat mich sehr gefreut. Danke vielmals, dass ihr hier wart. Und ich wünsche euch viel Spaß heute noch. Dankeschön, die Freude ist ganz unsererseits. Nice. Ist so.